Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Factorio. In der letzten Aufnahme haben wir es gerade einmal geschafft, hier unten einen kleinen Bereich für uns zu beanspruchen, der für uns tagsüber eigentlich sorgen soll dafür, dass wir Strom bekommen, aber dem ist leider nicht ganz so. Deswegen müssen wir jetzt schauen, dass wir uns hier vielleicht noch etwas aushelfen mit einer zweiten Dampfmaschinen-Energiegenerierung. Geht leider gerade überhaupt nicht anders. Ich hätte es lieber, dass wir immer nur auf, sagt es mir, auf Solarenergie setzen, aber geht leider wirklich nicht, denn unser Energiebedarf steigt immer mehr und wenn ich ein neues Erzlager uns aneignen möchte, brauchen wir auf jeden Fall noch mehr Strom. Deswegen bauen wir erstmal eine Pumpe, Offshore-Pumpe, wir bauen Zahnräder, wir bauen eine Handvoll Steine sogar, okay. Müssen wir so weit zurückreichen. Und davon noch ein bisschen was, davon noch ein bisschen was, hier weiß ich was. Und Steine haben wir ja zum Glück hier unten ein paar Stück auf Reserve. Wunderbar. Das heißt, eine Offshore-Pumpe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und ja, noch ein bisschen was. Ist das ein? 1, 2, 3, 4. Okay, sollte mir das ausreichen. Sollte ausreichend sein. Wir haben auch noch eine Handvoll Roboter, mit denen wir was anfangen können. Und ich habe hier natürlich noch ein paar Solarmodule hingestellt, denn Strom kann man immer gebrauchen. Ist vielleicht nicht die klügste Sache gerade hier, aber egal. Wer hat gesagt, dass ich kluge Sachen mache? Ich zumindest nicht. Okay, wir haben hier die Brennöfen, die werden wir auch wieder hier hinstellen. 1, 2. Das heißt, da muss der Roboter hin. Nehmen wir mal. Fließband. Aber das vielleicht nach da hinten verschieben irgendwie. Das funktioniert sogar, also machen wir es auch so. Okay, das heißt nämlich, dass wir sagen können Roboter und hier kommen unsere ganzen Pumpen, unsere ganzen Höfen, Hochöfen hin dafür. Eine Pumpe auf die Seite, denn warum eigentlich nicht? Lasst uns alles hier rauspumpen, so gut wie es geht. Jetzt habe ich natürlich keine normalen Rohre mehr. Hätte ich mir vielleicht noch ein paar mehr aneignen sollen, aber egal. So, ihr kommt hier rein. Einmal hier entlang und mit Strom versorgen das Ganze. Plus bis zum Ende geht das gar nicht. Ja, verdammt. Liegt daran, dass die Pumpe nicht ganz so aufgebaut ist, wie ich es gerne hätte. Okay, aber das können wir auf jeden Fall machen. Es wird nach und nach alles beheizt. Das ist schon mal gut. Temperatur 100 Grad. Kohle wird gerade nicht verbraucht, so wie es ausschaut. Also können wir jetzt damit anfangen, unsere... Was sind sie denn? Dampfmaschinen? Ah, hier. 14 Dampfmaschinen zu setzen. Die natürlich hier gerade nicht. Deswegen müssen wir einmal ums Eck rumbauen und sagen... So rüber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und nochmal was daneben hinstellen. 1, 2, 3 und 4. Jetzt bin ich mal gespannt. In der Theorie müsste es ja ausreichend sein. In der Theorie zumindest. Könnte ich noch ein paar davon haben? Mit ein paar meine ich ein ganzes Bataillon davon. So, da kommt das Wasser rein. Hier wird es reingebaut, hier wird es reingebaut. Und ich glaube, hier mache ich auf. Einfach nur, damit ich auch hier ein bisschen wieder durchlaufen kann. Doch. Das gefällt mir noch ziemlich gut. Hier durch und lass mich raten. Yep, da bauen wir auch ein bisschen sowas hin.
Und keine normalen Strommasten. Heieiei. Dafür müsste ich eigentlich zig Millionen übrig haben, aber so wie ihr mich kennt, nein, dem ist nicht so. Okay, Wasser haben wir gerade. Kommt da zu wenig Wasser an? Da kommt zu wenig Wasser an, stelle ich gerade fest. Können wir da vielleicht nochmal eine weitere Pumpe hinbauen? Sehe ich auch noch nicht, dass ich irgendwie Probleme hatte, dass das Wasser nicht durchkam. Jep, 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 die Pumpe ist zu schwach. Ach, hier auch? Ich brech vom Glauben ab. Die Pumpen sind zu schwach, deswegen funktioniert es hier nirgends richtig. Okay. Das ist natürlich ein paar mehr. Ich brauche mehr Offshore-Pumpen. Sage mal, so geht es ja gleich dreimal nicht. Komm her, Pumpe. Was ist, wenn ich das jetzt hier noch mit rein verbinde? Jetzt reicht's wieder. Eine zweite Pumpe muss nur einfach her. Dass hier alles vollgeprasselt wird. Jupp, das funktioniert, das funktioniert. Noch nicht auf Maximum, aber wir sind dabei auf jeden Fall. Gehen wir nochmal nach oben. Das kriegen wir hin. Oh. Du bist leer, macht aber nichts. Und den können wir kurz etwas anders entlang rödeln. So rüber. Offshore-Pumpe Nummer 2, einmal hier rüber gebaut. Beziehungsweise wir können an sich hier ein paar Pumpen hinbauen. So, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Und jetzt komme ich natürlich hier nicht mehr durch. Und das müssten wir eigentlich auch noch irgendwie verbinden. Das kriegen wir auch hin, das kriegen wir auch hin. Das wäre doch gelacht, wenn nicht. So, mit der zweiten Pumpe kriegen wir ja doch mehr Strom raus. Ein bisschen mehr Strom. Das möchte ich eigentlich hier nicht unterbrechen. Dafür habe ich ja den Durchgang hier geschaffen. Temperatur ist noch gut. Wasserfluss liegt bei 9,6, 9,9. Leistung ist auch soweit relativ gut beisammen, aber wenn man jetzt eine Pumpe noch macht und es beides anschließen könnte daran, oh, das wäre gut. Das wäre sogar mehr als gut. Könnte man vielleicht sagen, dass du hier, tauchst eigentlich da hinten hin auf, zusammen mit deinem anderen Roboter hier, dass du die Stromverteilung hier wieder nicht. Das macht aber rein gar nichts aus. Das Stückchen Kohle nehmen wir mit. Und ein paar Rohre brauche ich noch. Ein paar. Nicht mehr viele, ein paar nur. So rüber. Na, das macht ja weniger Sinn. Bin ich natürlich eingesperrt, das soll ja natürlich nicht sein. So. Die Pumpen arbeiten zusammen auf jeden Fall. Und holen dazu noch ein bisschen mehr Wasser aus dem Ganzen raus. 8,2 nur, okay. Heißt, Wasser ist immer noch nicht genug da. Dann brauchen wir noch eine weitere. Einige gemeinsame Pumpe noch hier irgendwie. Hier will ich noch irgendwie unter. Da muss der da oben sein. Dann muss sie nach da oben gemacht werden. An das habe ich überhaupt nicht mehr gedacht. Dass es auch mal sein kann, dass einfach zu wenig Wasser da ist. Ich war so davon verwirrt. Okay, ich bin zu dick dafür. Merke eins, beim nächsten Mal, wenn man sowas aufbaut, garantiert darauf achten, nicht zu dick zu sein. So, warum denn? Das sollte eigentlich mehr als ausreichend sein. So. Ihr pumpt bis zum geht nicht mehr. Die Pumpe natürlich gar nicht. Weil die Pumpe hier nämlich falsch hingebaut ist von mir. Da geht gerade nur diese eine Position. Das ist aber schwach. Das ist aber mehr als schwach. Ich hätte auch mir was anderes erwartet. So rüber. Und ich bitte dich.
Jetzt pumpt sie was durch. Hier auch, hier auch. Die Leitung ist gut voll auf jeden Fall. Hinten kommt noch nicht 100% raus, aber... Dann kann es echt sein... Was ist, wenn ich jetzt den hier wegmache? 8,7. Da hat sich jetzt nichts verändert, wenn ich das jetzt hier noch hingehe. 7,4. 7,6. Da kommt immer noch so wenig durch. Das verstehe, wer will. Rein theoretisch hätte eigentlich von der Logik her jetzt eigentlich mehr Wasser hier sein müssen. Bitte noch mal eine Pumpe bauen. Machen wir nochmal. Komm. Wir sind jetzt gerade dabei. Also können wir es auch ruhig mal austesten. Was ist, wenn ich hier nochmal... 2, 3, 4, 5 und 6. Okay, was ist, wenn ich einen direkten Zugang nach da hinten lege? Vielleicht reicht die Reihe einfach nicht aus. Dass ich sage, ich müsste eigentlich von hier... nochmal was ins System reinpumpen. Ja, das hilft schon mal. Das hilft sogar richtig gut. Kriegen wir jetzt hier auch ein bisschen mehr raus? Ja, wir bekommen hier ein bisschen raus. Die Temperatur ist am steigen und die Pumpe macht auch das, was sie soll. Okay, damit bin ich doch mehr als glücklich. Aber wir produzieren noch nicht genug. Wie schaut es denn hier aus? Muss ich da oben auch noch ein bisschen was machen? Ich meine, unsere Anlage nimmt sich jedes bisschen eine Energie, was sie bekommen kann, hat sie aber auch jedes Recht dazu. Okay, was machen wir denn? Machen wir mal, hier kommen wir einfach. Nächste Logistikstufe, warum eigentlich nicht? Die bauen wir nicht mehr. Die bauen wir auch nicht mehr. Euch hingegen brauchen wir schon noch. 9,1, da kommt noch genug an. Kommt eigentlich auch noch genug an. Und hier eigentlich auch. Jetzt die Frage, warum das hier da unten so viele Probleme macht. Aber na gut. Wir haben den großen Vorteil, wir haben jetzt zumindest wieder etwas mehr Strom. Ich wollte eigentlich Kupfer für uns besorgen. Nicht Kupfer, sondern Eisen. Und das ist dringend notwendig. So dringend wie nur irgend möglich. Ich hätte auch überlegt gehabt, einen Zug hochzubauen, aber das wird so wahrscheinlich nichts werden, oder? Haben wir denn... Wir könnten vielleicht was hinschustern. Verbrennungsmotorbestandteil brauche ich 20 Stück. Wie viel habe ich denn momentan? Ein paar Stück soll ich doch haben. 50. Nimm mal her. Nehmen wir doch liebend gerne her. Und Elektroschaltkreis. Ich habe Hionmas. Oh, und ich merke gerade, ich habe 49 von diesen Industrierobotern. Ich weiß nicht mehr, woher ich die habe. Brauche ich doch gar nicht. So, Diesellokomotive und ein Güterwagen. Zugvorsignal brauche ich nicht. Ich brauche nur Zughaltestellen, 2 Stück. Und danach brauche ich auf jeden Fall noch eine gebogene Schiene. Und jede Menge davon. Davon brauche ich Eisenstangen, davon brauche ich Eisenplatten. Genau das, was ich hier eigentlich am rumwurschteln bin. 5 Stück, da fehlen mir Steine. Nach so einer riesigen Ladung dann noch zu sagen, mir fehlt hier irgendetwas. Das heißt einfach nur, dass mir gerade die Steine fehlen. Die Munition noch, bis geht nicht, warum das denn? Achso. Ich werde damit ja eigentlich die Panzer noch vorhin ausrüsten. Der für mich schon ein paar Sachen, sagen wir mal so, bereinigt hat. Auf dem Weg zu unserem... Hier ist es dunkel, hier wird es gar nicht vor.
Achso, hier gibt's nicht mal einen einzigen Strommast in der Gegend, um mal irgendwas aufzuhellen. Das ist definitiv verbesserungswürdig. Hier ist so alles mit hier rein. Können wir noch ein bisschen Holz reinmachen bei dir, passt. Das wäre auch ja. Achso, warte mal, was haben wir denn jetzt hier? Ach, Stahlträger fehlen wahrscheinlich noch. Oh Gott, ja. Das ist klar, Stahlträger könnten wir auch noch ein paar verwenden. Habe ich überhaupt nichts gegen einzuwenden. Stahlträger, wie schaut es bei euch aus? Er ist halt gerade gut bedient. Richtig gut sogar, so wie es ausschaut. Können wir denn... Oh, ja, wir können, wir können. Oh, nein, das ist aus... Das war zu viel, das war zu viel, das war zu viel. Auf Alt eventuell? Nein. Ah, rechte Maustaste war's. Mit der rechten Maustaste kann man immer 10er Paketchen machen. Das ist doch wesentlich schöner. Und wie es ausschaut, sind wir hier unten schon mal fertig. So gut wie komplett fertig mit, mit dem Steinabbau. Oh, ich danke dafür. Ich danke dafür. So, aber jetzt ganz schön nach oben. Ganz schön nach oben. Wir wollen immerhin den Zug bauen. Na, komm. Wird natürlich auch wieder jede Menge Strom fressen, das Ganze. Aber in dem Fall müssen wir es machen. Okay, weißt du was? Das tun wir hier anders regeln. Und zwar tun wir den Verteiler nach dorthin verfrachten. So rüber. Besser, wesentlich besser. Das ist irgendwie... Achso, einmal nach so und einmal nach so verlaufend. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Wir müssten vielleicht hier doch noch etwas schauen, dass wir den Rest der Kohle noch irgendwie abspecken können. Ja, pumpen wir so rüber raus. Bleibt uns gerade nichts anderes übrig. Ich bin an sich... so. Einmal links und einmal rechts. Heißt, wir haben wieder uns ein bisschen Zeit erkauft. Bis es heißt, wir müssen uns doch auch hier wiederum bemühen, etwas Neues zu finden. So, du bist voll. Dann ist die Frage, der Zug, wie bauen wir den hin? Kann ein Zug gebaut werden und Schienen gehen darauf hin? Das geht gerade nicht, schade. Dann müsste ich einfach nur hier eine Beladestelle oder sowas machen. Irgendwas in der Richtung. Reicht aus, reicht aus. Dankeschön, mein lieber Hanzo. Das heißt, wir bauen gerade Schienen. Davon haben wir jetzt hier eine Menge. Und zwar auf... Einfach mal so hin. Okay. Dann sagen wir... Ach, sogar mit Endstopp, cool. Auf diesen Schienen wird unser Zug verlaufen. Das ist erstmal ein Güterwaggon. Der so natürlich nicht stehen bleiben kann. Müssen wir wahrscheinlich eine Schleife oder sowas machen. Wie kommen wir jetzt am schönsten hier wieder raus? Ich möchte eigentlich wirklich schauen, dass ich elegant wie möglich hier rauskomme. Verdammt, ich hätte einfach alles über den Haufen fallen sollen, aber macht nichts. So müssen wir dann ein bisschen abbauen für unseren Güterverkehr. Muss ja auch gucken, dass dann der Zug das gehämmert. Dass unser Zug dann auch wahrlich... Ich glaube, das geht es so. Ich bin gerade selbst etwas... Ich glaube, das sollte schon so gehen. Jupp, das funktioniert so. Können wir denn hier noch eine Kurve machen? Ja, und
eine weitere Kurve nach da oben. Oh Gott, das funktioniert ja wirklich. Es funktioniert. Es ist nicht ganz anliegend, aber es funktioniert. Da müsste noch ein Zwischenstück rein, so wie es ausschaut, oder? Yep. Und die Strecke natürlich ein kleines bisschen zu eng gemacht. So ein Zug braucht einfach seinen Platz für sich. Wunderbar. Das heißt, wir können eher mit der Lokomotive anfangen. Die stellen wir einfach mal so hin. Dahinter kommt sein guter Güterwaggon. Haben wir hier. Ich hoffe einfach, da passiert nichts. Wir brauchen jede Menge Roboter, die das ganze Zeug rein und raus transportieren können. Und natürlich nochmal einen, der dafür sorgt, dass unser guter, sagt es mir, unser gutes Züglein auch seine Kohle bekommt. Müssen wir noch per Hand machen, aber das wird sich auch noch geben mit der Zeit. So, dann haben wir zwei Signalgeber. Der Zug muss ja auch wissen, wo er ist und was er machen muss. Okay, einmal hier. Und einmal dann auf die andere Seite. Dann bist du nämlich unser... Du bist kein Zug, war? Schwachsinn. Du bist unser... Unser Hauptbahnhof. Genau. So heißt du einfach. Zack, hinzufügen zum Hauptbahnhof. 20 Sekunden lang da bleiben. Und was wir dahinter anstellen? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind ein paar Kisten und dahinter wieder ein paar... 2, 3, 4, 5. Ein paar Roboterchen. Warum mache ich so? Das soll ein kleiner Zwischenpuffer sein. Wenn das Zeug ausgeladen wird, wird es von hier auf die Fließbänder weiterverteilt und ab nach unten geschickt. Und falls das Fließband irgendwie mal voll sein sollte, man weiß ja nie, sowas kann es auch schon mal gegeben haben, dann werden wir in der Lage sein, den Zug trotzdem zu entleeren, ohne dass man irgendwie groß... Ja, tun wir das auch mal wegmachen hier. Ohne Angst haben zu müssen, dass der umsonst durch die Gegend fährt. Da. Ja, verdammt. So wie dazu. Umsonst durch die Gegend fahren wäre ziemlich bis ganz doof. Was sogar Platz von zweites, dass wir dann nach hinten Kupfer hin machen können. Beziehungsweise Kohle können wir auch Kupfer. Das wäre gar nicht mal so schwer eigentlich. Wobei, wir haben zuerst mal das hier, aber für die Zukunft planen ist eigentlich auch nie verkehrt. Für die Zukunft planen ist nie verkehrt. Tun wir vielleicht nachher dann ein bisschen gerade nach unten bauen und hier die Kurve machen. Egal, das ist immer nur ein Hauptbahnhof. Die Strecke muss dann eher ein bisschen anders gemacht werden, dass man hier vielleicht ein paar Stützen macht oder hier etwas größer macht. Ich bin mir da noch unsicher. Das Wichtigste ist erstmal, wir brauchen Ressourcen. Wir müssen nach da oben kommen, das heißt, wir werden gucken, dass wir hier ein bisschen in die Richtung kommen. Warum nicht? Slalom gefällt doch bestimmt jedem. Slalomfarm, das, ich glaube, der Zugfahrer wird dann auf Dauer schlecht werden, aber es macht nichts. Er wird immerhin nicht dafür bezahlt, dass du tun, was wir ihm sagen, sondern er muss einfach nur tun, was wir ihm sagen. Klingt komisch, ist aber so. Jetzt einmal gerade hochschießen, wobei... Machen wir nochmal ein paar von denen hin. Weiß nicht, die haben sie mir irgendwie angetan gerade. Okay, passt. Warum zum Geist eigentlich immer ein Baum im Weg, wenn man sowas machen möchte? Das ist natürlich falsch. Genauso wie das hier. Der Zug fährt dann hier hin und kommt hier gerade und geht dann hier schräg, so wie es ausschaut. Das heißt, einmal hier schräg darum. Nur um hier ein bisschen zu kommen. Und um nochmal ein... Nein, verdammt. Das Zugsignal wollte ich jetzt eigentlich nicht haben, aber na gut. So muss es eigentlich eher ausschauen. Haben wir da irgendwie Chancen, da hinzukommen vielleicht? Auf die Art und Weise nicht. Na, verdammt. Auf die Art und Weise nicht.
so rüber. Aber das funktioniert fast eventuell. In einem gewissen Maße vielleicht. Das funktioniert. Wenn ich jetzt hier sage, die Roboter, ich baue ein paar Roboter hin. Hier das Ganze dann noch, oh warte mal. Vielleicht noch der Roboter anbau. Baue ich vielleicht eher noch eine Mauer kurz hin. Man weiß ja nie, was auf einen zukommt. Okay. Jetzt fühle ich mich doch schon mal ein ganzes Stück sicherer. Und eventuell klatschen wir da oben nochmal ein Geschützturm hin, wenn wir ihn... Ja, wir können es leisten, okay. Ein einziger Geschützturm. Hätte mich so schwer gewundert, wenn wir den nicht bauen könnten. Immerhin haben wir jetzt noch zumindest eine gute Handvoll an Ressourcen drin. Mit denen wir was reißen können. Okay, wie machen wir das am klügsten? Von oben nach unten. So wird es mit dem Thema von oben nach unten. Wir haben ein paar neue Sachen dazu bekommen, oder? Ja, wobei... was machen wir denn am besten? Gleiterroboter, da brauchen wir hier wenige. Wir brauchen wirklich... Kugelschaden, sollen wir nochmal? Sollen wir Kugelschaden nochmal? Ne, machen wir Logistik, komm. Planen wir mal schon ein kleines bisschen unsere Logistik. Und hier können wir auch schon mal ein bisschen planen, zumindest ein kleines bisschen. Das ist in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. Und du kriegst Panzerbrechmunition auf Anhieb. Sobald wir nämlich hier anfangen, dann huiuiui, wird es böse werden. Dann tun wir nämlich den Smog noch weiter verteilen und ich glaube, die werden dann ziemlich schnell angezogen werden von uns. Was nicht so schön ist. Ganz und gar nicht schön sogar. Und ich glaube, ich gehe hier geradeaus und gehe dann hier so nach unten wieder. Ja, ist gar besser. Sollte eigentlich besser sein für uns auf Dauer gesehen. Na komm, du gehst weg und du gehst weg und du gehst weg. Besser, wesentlich besser. Haben wir eine kleine Gerade auf jeden Fall noch. Bevor wir dann wieder sagen, wir gehen nach da unten. Und hauen ab in unserem Zügchen. Ein einziger Baum nur im Weg. Das kommt mal selten vor. Normalerweise sind immer 5 bis 6 Bäume im Weg. Aber ein einziger, das... da könnte man sich ja schon fast dran gewöhnen. Aber wenn ich schon mal gesagt habe, mitten im Wald bauen wir unsere Eisenbahn und Fallerie und Fallera. Ich weiß nicht, ob bis ich... na, dankeschön. Bis meine Eisenbahn nicht fertig ist. Oh, komm schon. Das ist so viel Arbeit. Was will ich jetzt dafür geben, jetzt Roboter zu haben? Aber das Problem ist, wir haben noch keine. Wir haben noch überhaupt keine Roboter. Und wir werden auch so schnell keine bekommen, wenn wir in dem Tempo, wie wir jetzt gerade machen, wie wir jetzt arbeiten, weitermachen. So müsste ich ja eigentlich machen. So, so, so. So, und da sagt er wieder, die sind im Weg, okay. Eine etwas gewaltige Strecke haben wir gerade gebaut. Und ich hoffe jetzt mal... no, kommst du endlich her. Dass es auch so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Ich habe schon lange keine Züge mehr in Factorio gebaut. Beziehungsweise an sich Zugverbindungen. So muss es wahrscheinlich immer sein. Okay. Was ist da wieder im Weg? Ah. Ist da ein bisschen was falsch gelaufen? So viel zum Thema Laufen. Die Frage ist, wir müssen ja auf die Richtung aufbauen. Ob er auch versteht, was ich meine, wenn ich den so drüber jag. Ich hoffe einfach mal inständig, das versteht er dann. Das ist unser Cracksmax. Nein, du bist unsere... unser Materialmine 1.
So nennen wir dich einfach. Materialmine 1. Passt. Dies nach unten gehen offen. Nehmen wir das Material hierhin transportiert werden. Ja, das können wir mal lassen. Und da die Mauer nach unten vollends beenden. Ja, komm, passt. Wir müssen auch hier nicht zumachen oder sonst irgendwas. Das reicht schon so aus, wie es ist. Okay. Wir wollen das Ganze hier rein verschiffen. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Irgendwie so in der Richtung wird es sein. So, 3, 4, 5. Dann Kisten. 1, 2, 3, 4, 5. Zum Zwischenlager des Ganzen. Okay, stark ist noch mehr. 1, 2, 3, 4, 5. Eben wollen wir beidseitig einen Puffer haben, mit dem wir arbeiten können. Okay, am Anfang wird es... Das wird wahrscheinlich so ausreichend sein von Anfang mal. Wir haben natürlich nur noch eine etwas längere Leitung. Wir brauchen natürlich auch noch Strom. Wir brauchen ziemlich viel, wenn der Tag lang ist. Muss ich gestehen. Drei Stück. Das heißt einmal hier den hier. Und die etwas größere Variante auf die Seite. Ja, das sollte mir das... Na, wobei es auch nicht ganz hin. So aus hin und so aus hin. Jetzt müssten nur noch... Müssen wir nur noch ein paar mehr Minen haben. Okay. Dann als Hauptverbindung die hier. Und wir gehen dann mit den großen Varianten hier nach unten und tun uns an unser Hauptlager andocken. Es ist nicht gut, wenn man bloß ein einziges hat. Also einen von diesen. Wunderbar. Gerade so, dass es noch ausreicht. Aber Akkumulatoren werden auf jeden Fall voll. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Okay, es wird schon mal etwas einsortiert. Noch nicht so schnell, wie ich es gerne hätte, aber das macht rein gar nichts aus. So, du bist hier rüber hin. Du bist da rüber hin. Ach stimmt, ich habe vergessen, noch zwei Lichtchen oder sowas hinzubauen. Wo war denn jetzt hier eine Verbindung darüber? Okay. Er wird voll gemacht, er geht zum Hauptbahnhof und zum Materialhof. Steht bei beiden dann 20 Sekunden und ist glücklich mit der Welt. Okay. Dann heißt es hier noch, wir haben hier Erz dann drin und es muss irgendwie nach unten gelagert werden, verfrachtet werden. Und zwar über ein paar Bänder, von denen ich mal wieder so gut wie nichts habe. Oh Gott. Ein Paket zu machen. Ein Paket ist besser als gar kein Paket. Aber es reicht trotzdem nicht aus. Meine lieben Freunde, ich brauche auf jeden Fall noch mehr Eisenzahnräder, so wie es ausschaut. Eisenzahnräder, Eisenzahnräder, Eisen haben wir auf jeden Fall. Ja, Eisen schaut doch wieder recht gut aus. Eisen, ja, Zahnräder eigentlich gerade noch nicht so arg, aber es macht nichts. Das kriegen wir auch noch hin, und zwar ein paar von denen hier. Einfach nur, weil wir es können. Dankeschön. Ach, ihr braucht gerade nichts, weil ihr eben wieder voll seid. Ihr seid auch voll, Euch fehlt gerade der Kunststoff. Ah, nee, Stahlträger sind es. Okay, ist was anderes. Stahlträger ist was ziemlich anderes. Die Frage ist, wird das hier ausreichend sein? Ich möchte eigentlich wirklich im Untergrund alles bauen. Macht die Sache eigentlich einfacher, aber okay. Aber dann geht es halt nicht anders. Wo kommen wir hin mit unserem ganzen Materialstrom? Hier kommen wir rüber.
Und müssen dann einfach nur einmal nach unten abzweigen. Na, so rüber. Und sind ja schon in der Lage, all das gute Erz hier nach unten zu jagen. Oh, das ist doch schön. Das ist mehr als schön. Wenn es gesondert hier durchgeraten. Ah, ne, warte mal, das ist ja falsch. Die kriegen es von da und die kriegen es von da. Ich muss eigentlich das Ganze nicht dorthin verlinken, sondern hier rüber. Und das Ganze hier abführen, aber dann haben die ja nichts mehr zu tun. Das heißt, das ganze Band muss dann später einmal umgepult werden. Aber erst später. Erst später. Sage mal hier, geh darüber und mach mich glücklich. Und natürlich ein einziger Roboter. Es wird immerhin mit Leidenschaft gezogen. Okay, das reicht. Das reicht mehr als aus. Wir haben hier eine Verbindung, wir haben hier eine Verbindung. Und da oben ist, weil ich auch dann eine genügend große Verbindung haben. Strom haben wir auch zur Verfügung gestellt. Das heißt, jetzt müssen wir nur noch diesen Loop hier beenden. Muss gerade selbst überlegen, wie man es am besten machen kann. Wenn man hier entlang geht und dann geradeaus fährt wahrscheinlich. Dürfte die klügste Wahl sein. Und dann einfach sagt, hey, geh doch mal. Gerade geht nicht. Gerade geht nicht ganz so, wie ich mir es vorgestellt habe. Okay, so rüber. Eigentlich müsste ich so irgendwie machen. Doch, ich glaube, das schaut schön aus. Der schaut wesentlich schön aus. Damit können wir doch gut leben. Können wir vielleicht dann. Ah, jetzt müssen wir auch noch ein bisschen nach oben gehen. Ein kleines bisschen, aber in der Theorie sollte es so funktionieren. Wir probieren es einfach mal aus. Es gibt ja feste Fahrrichtungen, wie man fahren oder wie der Zug fahren müsste. Jetzt gucken wir mal, ob der auch intelligent genug ist, das durchzuziehen. Ist verbunden, ist auch verbunden. Okay. Das ist zumindest mal eine Strecke. Und wir sagen, du, bitteschön. Beginne mit deiner Fahrt. Ziel nicht erreichbar. Warum nicht erreichbar? Du gehst doch hierhin. Ich bin gerade. Das ist doch zu, das ist doch zu, das ist doch zu. Haben wir irgendwas vergessen? Ist irgendetwas. Warum nicht erreichbar? Fehlt hier irgendetwas? Ah, jetzt da. Immer noch nicht erreichbar. Gehst du lang, irgendwo ein Poller drin ist, kann das auch nicht funktionieren. Liegt es eine Baumstamm für? Auch nicht. Ziel nicht erreichbar. Junge, du machst mir das Leben nicht gerade einfach, weißt du es eigentlich? Warum ist das Ziel nicht erreichbar? Es schaut komisch aus, aber die Strecke ist hier verbunden, hier ist sie auch verbunden. Wo ist sie nicht verbunden? Ah, ich sehe schon. Hab's gesehen, mittendrin, mitten in der Strecke natürlich. Jetzt da rauscht er und ich muss aufpassen, dass ich nicht mitgerissen werde. Okay. Das Ganze ist leicht falsch aufgebaut, stelle ich gerade fest. So ein klitzekleines bisschen. Eigentlich müsste das Ding alles um eins nach rechts verschoben sein. Aber das kriegen wir auch noch hin. Das kriegen wir auch noch hin. Einmal weg.
Und einmal hin. Und das Gegenstück. Du hier. Einmal hin. Nee, das sieht doch wesentlich besser aus. Können wir vielleicht noch die Kiste machen? Die können wir hinsetzen. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch jede Menge... Oh. Ich würde sagen... Jede Menge... Abbauanlagen. Da können wir jetzt noch 4 Stück hinbauen, damit hier zumindest etwas reinkommt in das Ganze. Aber sonst würde ich doch mal behaupten, sind wir doch gar nicht mal so schlecht beisammen. Müssen wir vielleicht noch gucken, dass die Roboter ein bisschen mehr aus dem Ganzen rausholen können. Damit alles voll die Kanne beladen wird, aber so... Sollten wir einen ordentlichen Schub nach unten bekommen. Und eventuell, wenn der jetzt nicht gerade wegfahren würde... Oh. Kann es... Au! Kann es vielleicht sein, dass du... Okay, Moment. Wir gehen da jetzt mal rein. So. Wo ist der Inventar, Junge? Wo ist der Inventar? Logistik. Irgendwo haben wir doch Stationierungen, Zug anhalten. Ah, da. Was ist die Kohle so schnell? Ich breche vom Glauben ab. Oh. Ich sehe bereits, an was es liegt. Ihr hier nehmt ihm die Kohle die ganze Zeit raus. Das sollt ihr natürlich nicht machen, Jungs. Was ist, wenn ich jetzt ihm hier was reinmachen würde in der Theorie? Du Brennstoff. Halt, Moment, Moment, du bist doch reich. Du bist doch gar keine Brennstoffzellen mehr. Okay, gut. Das werde ich korrigieren, aber das Ganze werde ich offline machen. Und hoffe in dem Sinne, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen und es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei sein könntet. Bis dato, macht es gut. Und wie immer. Tschüssi.